لن يملأ ولن يملأ فاه إلا التراب. Was damit gemeint? Seinen Mund wird nur der Sand stopfen oder die Erde stopfen. Yani, der Prophet sagt hier, dass diese, er spricht hier nicht von normaler Gier, die der Mensch hat. Jeder Mensch hat eine gewisse, ich nenne es mal eine Gier oder ein Verlangen. Jeder Mensch hat ein Verlangen nach weltlichen Gütern, weltlichem Hab und Gut. Und das gehört eben zum Überlebensmechanismus des Menschen. Wenn der Mensch das nicht hätte, würde er verkümmern und sich vernachlässigen und seine Angehörigen vernachlässigen. Aber es ist eben dieser, es gehört zum Überlebensmechanismus des Menschen. Aber das kann ein krankhaftes Ausmaß nehmen, wenn die Grenzen überschritten werden, wenn nach mehr verlangt wird, als benötigt für das Überleben. Wenn diese Güter verlangt werden, wegen ihrer selbst. Er liebt das Geld, weil es Geld ist. Und nicht, weil er damit beispielsweise diverse Vorhaben und diverse Ziele erfüllen und erreichen möchte. Er liebt einfach den übernatürlichen Reichtum. Oft ist es so, es ist interessant, dass diese Menschen auch extrem geizig sind. Es ist wirklich witzig, manche Menschen, umso mehr sie haben, umso geiziger werden sie. Aber wie dem auch sei, der Prophet spricht hier von einer sündhaften Gier. Weil es ist ja die Rede von der Tauba. Und er sagt, dass das im Menschen nicht abnehmen wird, in diesem Menschen. Er wird immer mehr begehren. Wenn er einen hat, begehrt er zwei. Und wenn er zwei hat, begehrt er vier. Und sein sozusagen Maul wird nur gestopft von dem Sand, der auf ihn gekippt wird, wenn er in sein Grab gelegt wird. Und das ist eine der Bedeutungen der Suratu At-Takathur. Eines der Bedeutungen der Suratu At-Takathur. Was sagt da Allah Ta'ala? Al-Hakum At-Takathur. Hatta zurtumul maqabir. Was heißt das? Das Verlangen nach mehr und mehr lenkt euch ab. Also es lenkt euch von den eigentlichen Aufgaben ab, von den eigentlichen Zielen. Bis wann? Allah Ta'ala sagt, hatta zurtumul maqabir. Bis ihr die Gräber besucht. Was heißt das? Nein, das kann tatsächlich zwei Bedeutungen haben. Bis ihr die Gräber besucht, ja, bis ihr in den Gräbern liegt, dann hört das auf. Oder es kann heißen, bis ihr die Gräber besuchen geht, bis ihr Lehren zieht aus dem, was ihr seht, bis ihr Lehren zieht aus dem vorstehenden Tod. Das kann also beides bedeuten. Und dann sagt der Prophet am Ende, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابُ. Um zu zeigen, dass nicht alle Menschen von diesem Zustand betroffen sind. Und zwar jene, die sich Allah Ta'ala reumütig zuwenden. Und وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. يَتُوبُ اللَّهُ, was heißt, Allah Ta'ala macht die Taube. Yani so bedeutet das, er akzeptiert sie, er nimmt sie an. Er nimmt die Reue der Reuenden, Bereuenden, an.